In dem Video schauen wir uns die Lösungen zur Teil 2 Aufgabe Mixer an. Wir sind ein Unternehmen und wir stellen unterschiedliche Mixer her. Der Erlös beim Verkauf der Stabmixer, den kennt ihr, so zum Berühren, kann durch eine quadratische Funktion e beschrieben werden. E von x ist gleich ax² plus bx plus c, mit a, b, c ein Element der reellen Zahlen, also die reellen Parameter. Und a darf natürlich nicht 0 sein, weil wenn a 0 wäre, würde unser x² gehen und dann würde aus einer quadratischen Funktion eine lineare werden und das würde der Angabe widersprechen. Also für a müsst ihr auf jeden Fall was rauskriegen. Wenn es 0 ist, dann könnt ihr von vorne anfangen zum Rechnen. Und x ist dabei die Anzahl der verkauften Mixer und e von x ist der Erlös bei x verkauften Stabmixern in Euro. Da, wie gesagt, haben wir schon besprochen in der Schule, immer gut aufpassen, ob der x, also ob die Menge jetzt wirklich in Mixern ist in dem Fall oder ob es in Mengeneinheiten ist. Weil Mengeneinheiten könnte ja auch sein, dass eine Mengeneinheit 1000 Stabmixer entspricht. Ja? Aber da jetzt beim Erlös ist es so, dass wirklich x die Anzahl der verkauften Mixer ist und e von x ist nicht Geldeinheiten, sondern e von x, was da rauskommt, ist wirklich dann der Geldbetrag in Euro. So, A. Der maximale Erlös kann bei einer Verkaufsmenge von 2300 Stabmixern erzielt werden und beträgt 132.250 Euro. Und bei einem Verkauf von 1000 Mixern kann hingegen nur ein Erlös von 90.000 Euro erzielt werden. Ja. Wäre ja ganz zufrieden damit, wenn ich 90.000 Euro kriegen würde. Erstens, erstellen Sie ein Gleichungssystem zur Berechnung der Koeffizienten a, b und c der Erlösfunktion e von x. Ist im Prinzip etwas, was wir in der siebten sehr intensiv gemacht haben, und zwar eine Umkehraufgabe. Wir kennen Eigenschaften der Funktion und wir müssen die Funktionsgleichung finden. Und dazu müssen wir einfach den Text genauer analysieren. Wir wissen einmal von der Erlösfunktion, dass der maximale Erlös erzielt werden kann bei, also der maximale Erlös kann bei einer Verkaufsmenge von 2300 Stabmixern erzielt werden und dieser maximale Erlös beträgt 132.250 Euro. Maximale Erlös, das ist der Extremwert. Das heißt, was weiß ich einmal, wenn ich bei der ersten Ableitung der Funktion e 2300 einsetze, dann muss das 0 sein, weil es eben die Extremstelle ist. Da, das haben wir vergessen zu erwähnen. Wir haben ja drei Unbekannte, A, B und C. Das heißt, wir müssen jetzt da hier drei Bedingungen und daraus resultierend drei Gleichungen finden, damit unser Gleichungssystem die Parameter A, B und C der Erlösfunktion finden kann. Eine Gleichung haben wir schon. Also, der maximale Erlös ist bei 2300 Euro, 2300 Stabmixern, also E' von 2300 ist 0, weil Extremum, Hochpunkt in dem Fall. Lokaler Hochpunkt. Und außerdem weiß ich, dass der maximale Erlös 132.250 Euro beträgt. Das heißt, wenn ich in die Erlösfunktion die 2300 einsetze, dann kommt mir der Erlös von 132.250 raus. Und außerdem weiß ich, dass ich, wenn ich 1000 Mixer verkaufe, einen Erlös von 90.000 erziele. Also, wenn ich bei der Erlösfunktion 1000 einsetze, kommt 90.000 raus. Gut, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, man macht es händisch. Natürlich bin ich ein großer Fan davon, dass ihr es händisch könnt. Nur würde ich bei der Schularbeit und bei der Matura trotzdem sehr empfehlen, dass ihr es bitte mit GeoGebra macht. Ja, ich habe es einfach einen großen Vorteil, weil ihr könnt es einfach eintippen und ablesen. Und wenn es euch nicht gerade verdiebt, ist die Fehler, ist ja, also wirklich kannst die Fehlerwahrscheinlichkeit echt sehr minimieren. Trotzdem, wenn ich es händisch machen müsste, müsste ich mir die erste Ableitung bilden einmal. Die ist also noch x abgeleitet 2 mal a mal x plus b. X fällt weg und das c fällt sowieso ganz weg. Also kriege ich das als erste Ableitung raus. Und jetzt müsste ich halt einsetzen für x 2300. Also hätte ich 2 mal 2300 mal a, sind 4600 a plus b. Das wäre mal die erste Gleichung. Da muss ich die 2300 da einsetzen, das heißt 2300 zum Quadrat mal a plus 2300 mal b plus c. Dann erhalte ich diese Gleichung und auch hier den Tausender muss ich da oben einsetzen fürs x und 90.000 kommt raus. Dann erhalte ich diese Gleichung. Nichtsdestotrotz empfehle ich euch, das Ganze mit GeoGebra zu machen und zwar, wenn es um Gleichungssysteme geht, mit CAS. Und ich habe jetzt zwar auf der nächsten Folie auch schon den Screenshot quasi zur Lösung in GeoGebra. Ich zeige es jetzt trotzdem noch einmal schrittweise vor, wie man das macht. Das heißt, ich wechsle einmal zu GeoGebra, wechsle hier auf CAS
Solltet ihr die Startansicht nicht mehr haben, kann man ja auch hier oben bei Perspektiven auf CAS wechseln. Funktioniert auch. Und jetzt tippe ich hier mal ein. Also, wir definieren e von x. Achtung, hier, wenn ich da eine Funktion definiere, die dann gelöst werden soll, mache ich Doppelpunkt ist gleich. A mal x Quadrat. Wichtig hier, ich muss bitte zwischen dem Parameter a, der dann auszurechnen ist, und dem x unbedingt einen Malpunkt machen, sonst kann das nicht lösen. Ja? Also das wäre falsch. Das darf ich nicht machen. Händisch, wenn ich schreibe, im Heft ist natürlich erlaubt, aber beim CAS nicht. Also ich muss mal x Quadrat schreiben. Mal ist der Sternteil auf der Tastatur. Dann plus b mal x, auch hier der Malpunkt, plus c. Enter. Dann habe ich es mal hier definiert. Er wiederholt es noch einmal, lasst aber die Malpunkte weg, das ist kein Problem. Ja, aber bei der Eingabe müssen die Malpunkte stehen. Und jetzt schreibe ich einfach die drei Bedingungen auf. E' von 2300 ist 0. Den Strich findet ihr übrigens neben dem Umlaut E. Das ist dort, wo auch die Raute ist. Mit Großschreibtaste, Raute-Taste kriegt ihr den Strich. So, zweite Bedingung. E von 2300 ist gleich 132.250 und E von 1000 ist gleich 90.000. Und jetzt haben wir genau die drei Gleichungen, die das Gleichungssystem sind, und die könnte man dann einfach abschreiben und man hätte schon den Punkt erreicht. Daher bitte wirklich große Empfehlung, das so zu machen. Gut, also hier noch einmal festgehalten, wie es gegangen wäre als Screenshot. Bei zweitens sollen wir jetzt da die korrekten Werte der Koeffizienten a, b und c bestimmen. Wir erinnern uns, wir haben das Gleichungssystem aufgestellt, und das Ganze lösen wir jetzt bitte wirklich mit GeoGebra. Ja? Ich mache jetzt auch gar nicht vor, wie das da mit Additions- und Einsetzungsverfahren gehen würde. Ist ja voll lästig bei so großen Zahlen, also bitte wirklich mit CAS machen. Ich wechsle jetzt wieder rüber. Wie löse ich das mit CAS? Ganz easy. Die drei Gleichungen müssen gelöst werden. Ich klicke. Und zwar nicht so, dass ich den Cursor habe, sondern so, dass ich den Pfeil habe, also einfach ein bisschen über dem Zweier drauf, aber schon noch das Feld vom Zweier bitte. Halte linke Maustaste gedrückt und ziehe einfach runter, sodass 2, 3 und 4, also alle Gleichungen, Zeilen, die notwendig sind, um die Gleichung zu lösen oder das Gleichungssystem zu lösen, müssen markiert sein. Und dann drücke ich hier auf x-Welle. Nicht auf x gleich, sondern auf x-Welle. Und auch nicht nur auf Welle, sondern wirklich auf x-Welle bitte. Da klicke ich drauf und erhalte jetzt, der a ist minus 0,003 und b ist 115. Es könnte sein, wir haben mal so ein Beispiel gehabt, wo da gestanden ist, a ist gleich 0 und b ist gleich 0 und so weiter. Das war dann, wenn es ganz kleine Zahlen war und wenn Runden halt auf zwei Kommastellen eingestellt ist. Daher folgende Empfehlung: Ich gehe da jetzt da rauf und stelle beim Runden ein auf 10 Dezimalstellen und dann sehe ich nämlich da zum Beispiel, a ist eigentlich gar nicht minus 0,03, sondern a ist eigentlich minus 0,025. Und dann kommt aber offensichtlich nichts mehr. Kann sogar weitergehen, machen wir mal vielleicht 15 Dezimalstellen. Also nein, es ist wirklich, das ist es, ja. Man kann es dann eh wieder runterstellen. Ich lasse jetzt mal 4, das reicht mir auch. Gut, es wäre bei der Matura 0, minus 0,03 übrigens nicht falsch gewesen. Ja, aber wenn natürlich wäre 0,0007 und man schreibt einfach 0 ab, dann ist das falsch. Und daher da wirklich bitte aufpassen und diese Kontrolle unbedingt machen mit den Dezimalstellen. Gut. Also, ich wechsle zurück. Ich habe jetzt da auch wieder die Screenshots drin. Das A habe ich abgerundet, habe ich gerundet hingeschrieben. In dem Fall aufgerundet auf minus, oder abgerundet eigentlich, weil es negativ ist, auf minus 0,03. Und eigentlich war es nicht gefragt, dass man die Erlösfunktion hinschreibt, aber ich habe es jetzt trotzdem hingeschrieben. Ist kein Fehler. Wer das hier macht, hat schon den Punkt erreicht. Gut, B. Der Gewinn. Und jetzt haben wir also bei der Lösfunktion haben wir abgeschlossen, wir sind schon bei Aufgabe B jetzt da. Der Gewinn beim Verkauf der Handmixer kann durch die Funktion g beschrieben werden. Also eine kubische Funktion, also hoch 3. Wir sollen den Break-Even-Point als erstes bestimmen. Das machen wir bitte unbedingt mit GeoGebra. Aber wir können uns hoffentlich erinnern, wenn ich eine Gewinnfunktion habe und ich brauche den Break-Even-Point, dann ist das jener Bereich, wo ich anfange, das erste Mal Gewinn zu machen. Also stellt sich vor, ich habe hier mein Koordinatensystem und dann habe ich hier irgendeine Gewinnfunktion, die startet natürlich, das sieht man schon hier, bei minus 940, weil das habe ich bei 0 auf jeden Fall und dann hätte ich zum Beispiel sowas. Ja, weil es ist eine kubische Funktion, könnte auch schon so, eine S-Kurve. Dann hätte ich ja quasi das hier, das da
und das da, also drei Nullstellen. Und der Break-Even-Point ist dort, wo das erste Mal anfängt, Gewinn gemacht zu werden. Das ist ja die sogenannte Gewinnschwelle daher. Und das wäre dann hier. Ja? Also was wir eigentlich ausrechnen müssen, ist, wo ist der Gewinn 0? G von x ist gleich 0. Das wäre die Gleichung. Und wir würden dann eben mehrere Nullstellen rauskriegen. Und die erste im positiven Bereich ist dann der Break-Even-Point. Ja? Es könnte natürlich sein, dass eine Funktion so ausschaut. Ich meine, wenn es eine Hoch-3-Funktion ist, wird es keine vierte Nullstelle geben. Aber wenn es zum Beispiel eine Funktion vierten Grades oder fünften Grades wäre, könnte es auch noch eine weitere Nullstelle geben. Dann natürlich wäre bitte nicht das der Break-Even-Point. Ja? Weil es gibt ja keine negative Mengeneinheit. Also die erste positive Mengeneinheit wäre dann der Break-Even-Point. Das Ganze machen wir jetzt mit GeoGebra. Ich wechsle wieder rüber. Ich brauche jetzt TRS nicht dazu, das heißt, ich mache mir einfach eine neue Datei. Erlös brauche ich eh gar nicht mehr. Und schaue mir nur den Grafikrechner an. Und gebe jetzt hier ein die Gewinnfunktion, also g von x ist gleich minus was haben wir da? 0,1 x hoch 3. Wir wissen, ne, Komma ist Punkt, minus 1,9 x. Quadrat plus 200x minus 940. Wir sind hier nicht im CRS, das heißt, wir brauchen auch zwischen den Koeffizienten und dem x hoch 3, x Quadrat und so weiter keine Malpunkt schreiben. Ja, es wäre nicht falsch, aber wir müssen nicht. Jetzt habe ich die Gewinnfunktion. Warum mache ich das Ganze nicht im CRS? Weil ich ja eigentlich die Nullstellen berechnen möchte und damit bin ich im Grafikrechner daheim, weil ich ja quasi die Gewinnfunktion, die gezeichnete Funktion auf bestimmte Punkte untersuchen möchte. Und in dem Fall brauche ich die Nullstelle. Also tippe ich ein, Nullstelle vom Polynom G und erhalte drei Nullstellen, minus 56,99, also kann man sagen minus 57, 5 und gerundet 33. Also die drei Nullstellen gibt es. Und damit haben wir jetzt da schon so einen Fall. Eine Nullstelle befindet sich im negativen Bereich, die ist aber für mich uninteressant. Das heißt, der Break-Even-Point ist hier. Hier mache ich das erste Mal Gewinn, daher ist das jetzt da der BEP. Und das hier unten wäre die Gewinngrenze, die ist aber nicht gefragt. Also der Break-Even-Point liegt bei 5 Mengeneinheiten. Zweitens, geben Sie an, bei welcher Absatzmenge der maximale Gewinn erzielt wird und geben Sie den zugehörigen maximalen Gewinn an. Bitte schreibt wieder absolut nach GeoGebra. Wer die Gleichung gefragt, also wer die Aufgabe, geben Sie eine Gleichung an, mit der eben die gewinnmaximierende Menge, was eben diese Absatzmenge, die da gesucht ist, bestimmt werden kann, dann wäre das ja hoffentlich, wie wir wissen, die erste Ableitung, also G' von x ist gleich 0. Die Gleichung müsste man lösen. Ich würde das schon gelten lassen bei der Matura. Trotzdem geht es auf Nummer sicher und bildet es die erste Ableitung, kann man sich eh von GeoGebra machen lassen. So, ich wechsle jetzt auf jeden Fall rüber. Da habe ich die Gewinnfunktion eh noch drin. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist eintippen Extremum von der Funktion g. Fertig und erhalte zwei Werte. Und ist glaube ich ganz klar für uns, auch hier ist der negative Wert irrelevant. Das wäre auch wär ein lokales Minimum. Uns interessiert eh nur der positive Wert und der ist natürlich dann das lokale Maximum. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu GeoGebra, wiederholen wir nochmal ganz kurz. Wenn man sich unsicher ist, was jetzt hier das Extrem, der Hochpunkt und was der Tiefpunkt ist, wissen wir, zweite Ableitung kann man überprüfen. Ich mache mal die zweite Ableitung von minus 32, 9,2. Ah ja, übrigens, was man auch machen kann ist, das sind ja hier gerundete Werte. Und wenn man den exakten Wert gern hätte, kann man Folgendes machen. Man kann schreiben klein x, runde Klammer auf, Punkt d. Dann nimmt er den x-Wert, also quasi die x-Koordinate vom ausgerechneten Punkt d. Und da sehen wir, das ist 15,95. Das heißt, ich habe eine positive Krümmung. Das heißt, Funktion nach oben offen. Und damit kann das nur ein lokales Minimum sein. Machen wir die Gegenprobe. G' vom x-Wert vom Punkt E, also von 20,25, ist minus 15,95, also negativ gekrümmt, nach unten offen. Damit kann das dort nur ein lokales Maximum sein. Und damit hätte man dieses lokale Maximum hier auch bereits gefunden. Das ist hier.
Und jetzt müssen wir es bitte noch richtig beantworten. Also der maximale Gewinn liegt bei einer Absatzmenge von 20,25 Mengeneinheiten. Ah ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Die Gewinnfunktion wird jetzt nicht in Anzahl von Mixern angegeben, sondern in Mengeneinheiten. Wobei das jetzt nicht genau spezifiziert wird, was einer Mengeneinheit entspricht. Wie viele Mixer müssen wir jetzt auch nicht wissen. Ja? Und auch die Absatzmenge ist daher in Geldeinheiten angegeben. Und daher müssen wir das jetzt auch so schreiben. Ja, also der maximale Gewinn wird bei einer Absatzmenge von 20,25 Mengeneinheiten und bitte nicht Mixern, weil das wäre falsch, erzielt. Es gibt auch keine 20,25 Mixer. Und beträgt 1500,5 Geldeinheiten und nicht Euro. Gut, drittens. Durch Einsparungen können die Fixkosten um 200 Euro gesenkt werden. Ja, da bringt uns jetzt GeoGebra nichts bei der Aufgabe, da müssen wir ein bisschen selber denken. Also ich kann die Fixkosten von meiner Kostenfunktion um 200 Euro senken, wodurch sich natürlich die Gleichung der Gewinnfunktion g ändert, weil wenn ich weniger Fixkosten habe, dann bleibt mir ja höchstwahrscheinlich mehr Gewinn übrig, wenn die Funktion an sich gleich bleibt. Ja, wenn sich nur die Fixkosten reduzieren sich dadurch die Gesamtkosten und dadurch erhöht sich logischerweise mehr Gewinn, weil mehr übrig bleibt. Nun geben Sie die Gleichung der neuen Gewinnfunktion G1 an, die eben dadurch entsteht, dass die Fixkosten gesenkt werden um 200 Geldeinheiten. So, jetzt schaue ich mir die Gewinnfunktion an. Wo finde ich hier die Fixkosten? Naja, die sind hier. Die sind ja nicht abhängig von x. Das heißt, ursprünglich hatte ich eine Kostenfunktion mit einem Fixkostenanteil von 940. Das heißt, meine Kostenfunktion hat eigentlich so ausgeschaut, k von x ist gleich. Hier alle Teile mit x, die wissen wir nicht, aber was wir auf jeden Fall hier wissen ist, dass zum Schluss plus 940 gestanden ist. Weil das waren die Fixkosten, die waren immer zum Zahlen, ja? Also die waren früher fix. Und jetzt werden diese Fixkosten aber um 200 Euro gesenkt. Das heißt, die neuen Fixkosten sind nicht mehr 940, das heißt, wenn die um 200 Geldeinheiten gesenkt werden, würde da hinten ja stehen plus 740, weil ich 200 eingespart habe. Und das heißt natürlich, dass jetzt da beim Gewinn hier hinten nicht mehr 940 fix abgezogen werden. Die werden nämlich immer quasi, den Verlust quasi habe ich immer die 940 Euro, weil die muss ich fix zahlen, egal ob was verkauft wird oder nicht, oder ob was produziert wird oder nicht. Und statt die minus 940 habe ich da hinten jetzt da minus 740. Auf die Xen wirken sich die Fixkosten ja gar nicht aus. Und daher lautet jetzt das so meine Gewinnfunktion, meine neue. Der X-Teil bleibt gleich, also das ist so wie immer. Aber statt die minus 940 habe ich minus 740. Gut, damit sind wir schon bei C. Die Kosten bei der Produktion von Standmixern können durch die Funktion k beschrieben werden. Ah, da sehen wir sogar wieder plus 940, also wir sind jetzt wieder bei der Ursprungsfunktion. Da sehen wir diese Fixkosten von 940. Auch hier wird wieder in Mengeneinheiten und in Geldeinheiten gesprochen. Erstens, geben Sie eine Gleichung an, mit der man die Kostenkehre berechnen kann. Ich hoffe, wir erinnern uns. Bei der Kostenkehre wechseln die Kosten von progressiv auf degressiv oder von degressiv auf progressiv, je nachdem. Ja? Also Kostenkehre. Und das ist eben nichts anderes wie der Wendepunkt. Und den Wendepunkt berechne ich mit der zweiten Ableitung. Das heißt, eigentlich gesucht ist die Gleichung k' von x ist gleich 0. Wer nur das hinschreiben würde, ich würde es abhageln, aber geht es trotzdem bitte auf Nummer sicher. Macht trotzdem die zweite Ableitung, dass ich leite es einmal ab und leite es nochmal ab. Das erkläre ich jetzt nicht weiter, weil wenn ich das erklären muss, dann können wir eh alle ansingen. Und die gesuchte Gleichung ist dann eben 0,24x minus 4,8 ist gleich 0. Gut. Und jetzt kann ich mir die Kostenkehre auch gleich ausrechnen. Das schaffen wir hoffentlich auch händisch. Ich rechne plus 4,8 und dividiere dann durch 0,24 und komme auf 20 Mengeneinheiten. Also die Kostenkehre beträgt 20 Mengeneinheiten. Ich wechsle jetzt trotzdem zu GeoGebra und zeige es vor. Ich tippe jetzt hier die Kostenfunktion ein, also k von x ist gleich 0,04x hoch 3 minus 2,4x Quadrat plus 63x. Plus
940. Ihr habt genügend Zeit bei der Matura, das heißt, jedenfalls könnt ihr euch als Kontrolle die zweite Ableitung ausspucken lassen. Da haben wir 0,24x minus 4,8. Ich meine, ich gehe jetzt stark davon aus, dass ich es richtig gemacht habe. Ich wechsle. 0,24x minus 4,8. Na bitte, was habe ich versprochen? Nicht zu viel versprochen. Und jetzt gebe ich einen Wendepunkt von der Funktion k, weil es ist eine Polynomfunktion, kann das daher problemlos machen und kriege raus 20 Mengeneinheiten und eben 1560 Kosten. Die sind aber uninteressant. Wichtig ist eben die Kostenkehre, da geht es um die Mengeneinheiten und die liegt eben bei 20 Mengeneinheiten. Und zweitens geben Sie an, in welchen Intervallen die Kostenfunktion progressiv bzw. degressiv verläuft. Das haben wir gerade vorher angesprochen. Noch einmal zur Wiederholung. Was heißt progressiv, was heißt degressiv? Wenn ich hier habe meine Kostenfunktion, zum Beispiel dritten Grades, die zum Beispiel so ausschaut, dann habe ich hier ungefähr bei 20 die Kostenkehre, also den Wendepunkt. Ich sehe hier in dem Bereich ist nach unten offen, also negativ gekrümmt. Ab hier ist es dann nach oben offen, also links gekrümmt. Hier habe ich einen degressiven Verlauf und hier habe ich einen progressiven Verlauf. Was heißt das? Hier ist, je mehr ich produziere, desto mehr zusätzliche Kosten fallen mir an bei jedem weiteren Stück. Und ab einem gewissen Bereich ist es dann aber so wieder, dass ich wieder die Kosten quasi immer stärker wachsen, je mehr ich produziere, weil ich halt, was weiß ich was, extrem viel mehr Überstunden brauche für meine Mitarbeiter, weil ich eine neue Lagerhalle anmieten muss oder was weiß ich, wenn ich irgendwas produziere, wo ich irgendeine seltenen Edelmetalle brauche oder so. Und je mehr Nachfrage nach diesen Edelmetallen besteht, zum Beispiel oder nach Öl, desto höher wird der Ölpreis oder der Goldpreis oder was auch immer. Und das schlägt sich ja auch wieder auf meine Kosten nieder. Daher kann es eben sein, dass es zuerst eben progressiv ist und dann irgendwann quasi dieser Knackpunkt ist, wo es auf progressiv wechselt. Also, das wissen wir schon, die Kostenkehre ist bei 20, haben wir schon ausgerechnet. Und jetzt sollen wir bestimmen, wo progressiv und degressiv. Wie gesagt, jetzt habe ich gerade vorher gesagt, progressiv heißt nach oben offen, das heißt quasi links gekrümmt, also positiv oder links gekrümmt. Dazu ein Plus noch darüber für positiv. Degressiv ist rechts gekrümmt, also negativ gekrümmt. Ich habe heute meinen Stift nicht da. Rechts. Gut, und das machen wir mit GeoGebra. Da ich weiß, dass die Kostenkehre bei 20 ist, weiß ich ja auf jeden Fall schon mal, dass sich der Kostenverlauf dort ändern wird. Das heißt, ich brauche nur mal schauen, wie ist der Kostenverlauf vor 20 und wie ist er nach 20. Also könnte ich zum Beispiel machen, k' von 19 liegt vor 20, ist in dem Fall minus 0,24, ist eine negative Krümmung, eine Rechtskrümmung und damit ist hier ein quasi degressiver Verlauf der Kostenfunktion. Machen wir die Gegenprobe, k' von 21 zum Beispiel ist plus 0,24, eine positive Krümmung, somit eine Linkskrümmung und damit ein progressiver Verlauf. Ich mache jetzt noch Folgendes, ich zoome hier raus, mache vielleicht sogar hier ein bisschen anderes Verhältnis. Kann man schon zoomen. So, und ich schaue jetzt nach, meine Kostenfunktion ist die rote Kurve, die grüne war die Gewinnkurve, ich blende die mal weg. Und jetzt sehe ich hier ganz gut, wenn ich mir die rote Kurve anschaue, ich habe zuerst einen degressiven Verlauf, also es flacht sich ab und ab den 20 Werteinheiten, die ich hier habe, quasi habe ich dann einen progressiven Verlauf. Also alles vollkommen richtig, was wir hier gemacht haben. Gut, ich blende es nochmal ein. Degressiv vor 20, progressiv nach 20 und dann bitte nicht vergessen, die Intervalle hinschreiben. Und bitte, das erste Intervallgrenze ist natürlich bei 0, weil weniger als 0 kann ich nicht kaufen, produzieren, was auch immer oder verkaufen. Und nach 20 habe ich einen progressiven Verlauf bis theoretisch unendlich. Fehler eingebaut, bitte hier auf keinen Fall die eckige Klammer machen, sondern bitte die runde Klammer machen, beziehungsweise die wegschauende eckige Klammer, wobei wir gesagt haben, bei der Matura, bei der Zentralmatura verwenden Sie dieses Format. Es wäre aber beides richtig. Ja? Da haben wir schon oft diskutiert, darf ich hier eckig machen oder nicht? Ja, darf man machen, ist kein Problem, weil bis zum 20er ist es degressiv, beziehungsweise ab den 20er ist es progressiv. Also wenn ich ab 20 anschaue oder bis 20 anschaue, kann ich ruhig das so schreiben mit der eckigen Klammer, das ist kein Problem. Gut, ich hoffe, es ist alles soweit klar.